Welcher Schnaps? Lass la, wie ging es, hä? Jetzt so, danke schön. So, die auch einen trinken? Ja, gut, bring gleich her. Du hast ihn schon verlieren, Franz. Mit den Topfnudeln hält Franz noch zurück. Er will sie aufheben für die Leute, die in seinem Dorf Ahanach an der Straße stehen. So, welske, Franz. So, na bin ich wieder dahin. Ja. Ach, Schnapsen, das ist ganz gut dir. Ja, boah, das ist unter Töpfen, oder? Ja. Boah, das ist nicht Landschnaps. Lieber du, ich Schnaps auf, sag. Nein, lass das so mit dir rein, den Töpfnudeln. Melden sie nicht auch so mit den Töpfen? Nein. Mhm. Und geht die Auswaschen ja nur Mädels. Was? Ja, ja, alle nach der Reihe. Also? Fleisch, das ist für Gesundheit. Die Ahanacher gelten hier in Rhein als Auswärtige und als geizig. So etwas ist ein Nutzer. Also, ich will, ja. Was hast du gemacht? Was du, ich kann, kann Töpfnudeln machen. Ich kann es, was ist das ja völlig alles? Ja, ja, etwas, wenn du halt nicht kannst. Ja, ja, ja. Das ist auch gleich. Von Geld geht's heute. Ja, kommt gut raus. Kommt nicht an der Heute. Ja, ja. Dass du schon etwas nachher kennst. Schon? Offenthal auch. Ah, ja, Hauser, ne? Mhm. Also. Vierte von Geld geht. Wir sind auch schon früh losgefahren. He? Da bleibt der Sender und wollte weit zurück. He? Ja, da muss wieder mal einen Schnaps aussortieren und eine Töpfnudel. Die schwöde Weiber sind gleich im Mure. Ja. Wenn man nicht wenig hat. Du. Die wissen schon, was im Rucksack ist. Ja. Nein, ist man noch öfter ein Stück hinten, ja. Bis Rhein ist Sepp, der alte Oberabner Bauer, dem Vieh und den Hirten entgegengegangen. Jetzt hilft der Alfons beim Treiben. Der Weg steigt wieder an. Es geht hinauf zu den Lobiser Schupfen. Es ist warm und das Vieh ist müde. Endlich am frühen Nachmittag erreichen Hirten und Vieh Obergasteig, die Oberabner Bergwiese. Hier kommt das Almvieh mit den Kühen, die im Sommer daheim geblieben sind, mit dem Heimvieh zusammen. Jetzt ist das ganze Oberabner Vieh wieder beieinander. Und für die Oberabner ist das ein stolzer Anblick. Auf Obergasteig trifft sich heute die ganze Familie. Das ist so, wenn man wieder mal alles beieinander sieht, Vieh. Ja, fällt auf mich ganz gut. Schon, gell? Ja. Nein, nein, es ist... Weil alles aber gut geht. Ist nett, ja. Ja, dann ist es ein schöner Tag, gell? Ja, für mich schon. Ja. Einer von den schönsten Jahren. Ja, das hat mich auch mal gefallen. Ja. Das ganze Vieh beieinander. Ja. Nein, nein, gut gegangen ist auch gekommen. Gut gegangen? Ja. Kannst du zu Grund kommen? Aha. Alles gesund, okay. Ah, das ist ein schöner da oben, hä? Gefällt sich ja. Ja, ganz schön, oder? Ja, ja. Ich bin ein Böden, Leute. Das bin ich mir. Das ist mir. Wie weit sind wir jetzt gegangen? Ja, Papa, ich bin ein Kilometer, muss ich gemacht. Ne? 30 Kilometer, ha? 30? Oh ja. Schon? Oh ja. Ja, ja. Da sind wir nicht letztes.
Ja, ja. 10 Stunden sind Hirten und Vieh heute bis hierher gegangen. Und noch sind sie nicht daheim. Aber weit ist es nicht mehr, 1 Stunde noch. Für das letzte Stück Weg, den Ahornacher Berg hinaus, an den Nachbarhöfen vorbei, werden die schönste Kuh und die schönste Kalbin geziert. Der Sepp bringt den Kranz für die Kranzkuh. Es ist eine kostbare Handarbeit aus Glasperlen und Papierblumen, Amuletten, Glasfedern und Spiegelchen, die in Golddraht gefasst sind. Wie heißt man den Kranz? Das ist wirklich der richtige Hornfahrerkranz. Der Hornfahrer. Dann hebst du die Kuh in den Reh auf. Was steht da oben? Ja, so Feder und dann eine Kirche. Von meinem Foto, der Name und von der... Von ihm, von dem Foto und von der Mutter. Von der Mutter. Ja. Lass mich gleich ja. Lassen, das tut nicht. Auch die schöne Kalbin hält still und lässt sich den Bromkranz gerne umbinden. Hübsche. Ist auch wenn du mitten hast. Sie ist sich der Ehre bewusst, die ihr heute widerfährt. Was soll mir da passen? Tu da nicht auch noch hinter denn. Das ist aber Schießkranz. Schießkranz. Ja. Da haben wir gestern sauber gemacht. So. Da Paul, mein lieber Chef, traut. Kranz haben wir immer da auch. Und auch ein Wasch fest. Haben die Kühe auch Freude, wenn sie einen Kranz kriegen? Ah, da alles gut. Ein Toll stehen freiwillig her, wie ich kenne das wie die Leute. Ein Toll. Ah, der macht ja nicht, oder? Nein, nein. Da weiß man nicht genau, hat der Bauern gräs und stolz oder die Kühe? Da weiß ich nicht. Ja, ja. Aber nicht immer sind der Bauer und seine Kuh so stolz. Und nicht jedes Jahr ist dieser Tag so schön und feierlich. Wenn auf der Alm ein Unglück passiert, wenn ein Tier zu Schaden kommt, dann gibt es keine Glocken und keine Kränze. Und wenn im Heimfahrerkranz der Trauerflor eingeflochten ist, dann bedeutet das, dass auf dem Hof jemand gestorben ist. Franz ist jetzt großzügig mit den Topfnudeln, denn jetzt ist er bei den Leuten aus seinem Dorf. Nochmal. Grüß Franz, grüß. Da nicht. Alles klar. Der Schnaps ist eingekommen. Und sie sollen erzählen, dass sich der Oberabner nicht lumpen lässt und dass sein Vieh kugelrund von der Alm gekommen ist. Seien Sie gut, die Töpfen? Ja. Sehr gut. Gut gelungen, ja. Gelingen nicht allen Baum gleich. Nicht? Das ist für jeden Baum sein Geheimnis, nicht? Ja, genau. Über den ganzen Ahornacher Berg hört man jetzt die Kühe und Kalbinnen ihre Glocken läuten. Eine jede Glocke hat ihren Ton. Und das ganze Geläut zusammen klingt bei jedem Bauern anders. Viele Menschen hier haben ein so feines Ohr, dass sie das Geläut des einen Bauern von dem des anderen unterscheiden können. Und so wissen sie jetzt, der Oberabner fährt heim. In der Haustür steht die Bäuerin und wartet gespannt, welche Kuh heuer den Kranz trägt. Die Dornhöhe hat den Kranz bekommen. Steht nicht allen die gleiche? Nein.
So, jetzt pass auf, was sie steht da heute. Ja. Die Kranzkuh geht bis vor die Haustür. Erst dort nimmt ihr die Bäuerin den Kranz ab. Den Heimfahrerkranz nimmt immer die Bäuerin ab. Und weil Paul erst übers Jahr heiraten wird, nimmt ihn heuer noch seine Mutter ab. So, jetzt die nächsten. Franz, hast du die Kranznudeln fertig? Nein. Nein, ein Neuner. Wow. Genau. Danke. Aber Sommer, 7 Jahre ist nachher nur die Oma gewesen. Sam hat die Mutter angetan, weil das geht genau. Nach 7 Jahren nachher, Sam hat nachher das etwas halt gehabt. Aha. Und vorher hat es die Mutter getan. Und, ja. Und das nimmt bald die Bayern dran, so, oder? Ja, das ist also. Das ist also der Brauch, nicht? Das dienen sie schon alle Europa ins, nicht so, mal das ist überall, wo sie anhängen. Wo hat einer ist? Also er lässt da, haben sie gesagt. Nein, das gefällt mir schon nicht. So mal. Ich brauche genauso, wie sie früher getan haben, wenn sie noch einen Stier mitgehabt haben. Nicht? Heute haben sie ja schon keinen Stier mehr enden. Ja. Sam hat den Stier in Ketten bekommen und den Schlüssel. So, ja, ich komme. Ja, was braucht's? In den Oberadener Wiesen wird das Vieh jetzt grasen, bis der erste Schnee fällt. Dann kommt es in den Stall. Das nächste Jahr, im Juni, gehen die Kühe den Weg, den sie heute gekommen sind, wieder zurück. Übers Klammel hinüber nach Jagdhaus. Die Hilde und der Franz sind dann wieder dabei, haben sie gesagt. So Gott will. Ein paar Tage ziehen die Glocken und die Kränze noch die Stube. Dann kommt bald Allerheiligen, eine andere Zeit. Und Frieda trägt die Glocken wieder hinauf in die Kammer unterm Dach.